Heute geht es um ein zentrales Thema der Vorlesungsreihe. Wir sprechen nämlich über thermische Widerstände, U-Werte und Temperaturverteilung in Konstruktionen. Alles, was dann danach kommt, sommerlicher Wärmeschutz oder auch Energiebilanzierung, baut wiederum auf dem auf, was wir heute machen. So, wenn man sich jetzt mal einen Querschnitt eines Bauteils vorstellt und diese Konstruktion hat drei verschiedene Schichten, wie hier dargestellt. Das ist ein Schnitt durch eine Außenwand, sehr vereinfacht dargestellt. Das heißt, ich habe auf der Außenseite eine Vorsatzschale, ich habe eine Kerndämmung, Wärmedämmung und ich habe ein tragendes Mauerwerk auf der Innenseite. Und ich untersuche jetzt mal oder definiere oder schreibe dran die verschiedenen Wärmetransportmechanismen, die wir das letzte Mal ja auch schon hatten. Dann kann man zumindest sehr sicher sein, dass im Bereich der Baustoffe selbst als einziger Wärmetransportmechanismus Wärmeleitung nur auftreten kann. Rechts wäre im Prinzip innen, da wäre außen. Im Winter innen eine höhere Temperatur in der Regel als außen. Das heißt, wenn ein Temperaturunterschied vorhanden ist, habe ich auch einen entsprechenden Wärmestrom. So, wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie kommt die Wärme, die Energie, die Wärmeenergie von der Innenraumluft in diesen Feststoff rein, dann finden da eben alle drei Wärmetransportmechanismen statt. Also ich habe nicht nur Wärmeleitung, weil ein Stoff an einen Stoff grenzt, sondern ich habe auch einen konvektiven Wärmeübergang und auch einen Strahlungswärmeaustausch der Wand mit der gegenüberliegenden Wand zum Beispiel oder mit ihrem Körper, mit der Oberfläche ihres Körpers. Das macht die Sache erstmal physikalisch sehr kompliziert und komplex. Das werden wir aber, wie Sie gleich sehen, sehr einfach zusammenfassen können. So, dann wandert im Prinzip die Wärme durch meinen Stoff durch, wird weitergeleitet und auf der Außenseite, da wo ich auch wieder Luft habe, findet der gleiche Übergang wieder statt. Also auch wieder ein konvektiver Wärmeübergang, ein Strahlungswärmeaustausch und auch Wärmeleitung mit der Luft. Das heißt, auch da habe ich einen komplexen physikalischen Zusammenhang, den wir aber sehr stark vereinfachen können. Und jetzt geht es ja darum, wenn Sie Ihr Energieeffizienzgebäude berechnen wollen, dann müssen wir abschätzen können, welche Wärmemenge Q oder Wärmestromdichte Q durch diese Außenwand durchgeht. Wir haben im Inneren des Bauteils verschiedene Bauteilschichten in der Regel, Innenputz, Mauerwerk, Wärmedämmung, vielleicht auch wieder Luftschichten und werden diese einzelnen Schichten versehen mit einem feststehenden Begriff. Wie der berechnet wird, wissen Sie im Prinzip schon. Nämlich die Wärmeleitfähigkeit der Bauteilschichten, die kennen Sie schon. Wir kennen die Schichtdicke und können aus beiden Größen den Wärmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten berechnen. Und auf den Außenseiten des Bauteils, da wo das Bauteil an Luft angrenzt, da habe ich eben diesen Übergangsmechanismus, Wärmestrahlung, Konvektion, Wärmeleitung. Und das werde ich zusammenfassen zu einem sogenannten Wärmeübergangswiderstand. Das heißt, diesen sehr komplexen Transportmechanismus werde ich zusammenfassen letzten Endes zu einer Größe. Dann drei verschiedene Fälle unterscheiden. So, die Begriffe, die Formelzeichen dazu, R werden Sie kennen, Widerstand. Wir verwenden die gleichen Formelzeichen auch wieder. Nur die Indizes unterscheiden sich dann entsprechend. Das heißt, für die einzelnen Bauteilschichten, Wärmedurchlass, Widerstand, R1 bis Rn, so viele Schichten das Bauteil halt hat. Und die Übergangswiderstände werden mit RS gekennzeichnet und I für innen und E für extern. Also RSI, RSE für innen und außen. Und wenn ich jetzt ein sogenanntes homogenes Bauteil habe, also jede Schicht ist sozusagen, besteht nur aus einem Material, wir werden uns gleich Beispiele anschauen, dann kann ich diese Widerstände, weil die sich in Reihe befinden, einfach aufaddieren. Wenn Sie sich das vorstellen, Sie haben ein Holzbrett, dicke 2 cm. Und legen dahinter noch ein Holzbrett, auch mit 2 cm, dann kann ich den Widerstand dieser beiden Holzbretter schlicht und ergreifend addieren. Und genauso kann ich das auch machen mit den ganzen Widerständen. Ist diese Formel da unten, dann können Sie schon 80% Ihrer Bauteile berechnen. Wenn Sie jetzt wüssten, wie die Wärmedurchlasswiderstände im Einzelnen bestimmt werden. Das werden wir jetzt noch machen. Bevor wir zu den Wärmedurchlasswiderständen der Schichten kommen, gucken wir uns erstmal die Übergangswiderstände innen und außen an. Da finden Sie in den Tabellenbüchern eine größere Tabelle als die, die Sie jetzt hier sehen. Im Schneider finden Sie noch eine größere Tabelle. Aber uns interessieren nur 4 verschiedene Werte. Uns interessieren nämlich nur die Übergangswiderstände für sogenannte wärmeschutztechnische Berechnungen. Das heißt, wenn Sie eine Tabelle verwenden, müssen Sie die richtige Zeile entsprechend rauspicken. Es gibt
Das werden Sie im zweiten Semester sehen. Es gibt auch feuchteschutztechnische Berechnungen. Da müssen wir andere Übergangswiderstände verwenden. So, jetzt gibt es in der Tabelle zwei relevante Spalten und drei bzw. vier Zeilen. Schauen wir uns erstmal die Spalten an. So, der hintere Wert kennzeichnet den äußeren Übergangswiderstand, RSE. Also immer, wenn Ihr Bauteil an Außenluft grenzt. Nur wenn Ihr Bauteil an Außenluft grenzt, habe ich auch einen Übergang von Feststoff zu gasförmig. Wenn Ihr Bauteil außen nicht gegen Luft grenzt, zum Beispiel gegen Erdreich, eine Kelleraußenwand, habe ich auch keinen Übergangswiderstand außen. Dieser Übergangswiderstand kennzeichnet ja eben den Wechsel im Wärmetransportmechanismus von Wärmeleitung im Bauteil hin zu einem gasförmigen Bauteil. Das heißt, dieser äußere Übergangswiderstand RSE habe ich nur, wenn mein Bauteil außen an Außenluft grenzt. Also nicht bei Kelleraußenwänden, nicht bei Kellerbodenplatten, nicht bei Schwimmbädern. Und dann ist es auch egal, bei dem äußeren Übergangswiderstand, in welche Richtung der Wärmestrom gerichtet ist. Also egal, ob es ein Dach ist, ein Flachdach, ein geneigtes Dach, eine Außenwand, ein Fenster, eine überkragende Decke. Egal was, auf der Außenseite habe ich dann immer den Übergangswiderstand 0,04. Auf der Innenseite muss ich jetzt drei verschiedene Fälle unterscheiden, je nachdem, in welche Richtung der Wärmestrom, der Pfeil des Wärmestroms zeigt. Bei horizontalem Wärmestrom mittelgroß und wenn der Wärmestrom nach unten fließen soll, also zum Beispiel die Kellerbodenplatte, ist der Übergangswiderstand am größten. So, das heißt, bei aufwärts gerichtetem Wärmestrom, Q fließt nach oben, das Bauteil ist senkrecht dazu, also zum Beispiel Dächer. Horizontal und abwärts gerichtet. Wann ist was horizontal, wann ist was vertikal? Das steht auch unten drunter. Das heißt, von einem horizontalen Wärmestrom spreche ich plus minus 30 Grad zu horizontalen. Geneigtes Dach haben mit dem Winkel Alpha. Bis zu einem Neigungswinkel von 30 Grad. Beträgt der Übergangswiderstand 0,1 und über 30 Grad habe ich dann wiederum ein Wandbauteil. Das heißt, die Übergangswiderstände kenne ich jetzt. Wenn Sie wissen, wie Ihr Bauteil aussieht, wie die Neigung des Bauteils ist, dann können Sie die beiden richtigen Werte aus dieser Tabelle rausfischen. Über die unterste Zeile bei einer stark belüfteten Luftschicht sprechen wir später noch. So, was mache ich jetzt mit meinen Bauteilschichten? Das ist, würde ich mal sagen, nicht viel schwerer, als den richtigen Wert aus der Tabelle zu entnehmen. Der Wärmedurchlasswiderstand einer Baustoffschicht wird ganz einfach so berechnet, dass Sie die Dicke der Schicht durch die Wärmeleitfähigkeit dividieren. Gucken wir uns noch den Sonderfall der Luftschichten an. Da finden Sie in den entsprechenden Tafeln drei Zeilen und wiederum drei Spalten, nämlich für sogenannte ruhende Luftschichten, für schwach belüftete Luftschichten und für stark belüftete Luftschichten. Was ist jetzt was? Ja, ich muss mich ja da einsortieren. Ob es eine ruhende, eine schwach belüftete oder stark belüftete Luftschicht ist, hängt von der Summe aller Öffnungen bezogen auf die Kantenlänge des Bauteils ab. Da springen wir gerade mal zurück in das Heft und schauen uns mal so ein typisches Bauteil an. So, Aufgabe B2. Sehen Sie ein Bauteil mit einer Luftschicht, mit einer planmäßigen Luftschicht. Es geht um planmäßige Luftschichten. Dieses Bauteil ist eine Außenwand. Zweischalige Außenwand. Warum zweischalig? Weil ich nämlich zwei Mauerwerksschalen habe. Auf der Innenseite das tragende Mauerwerk, auf der Außenseite die zweite Schale, die Vormauerschale. Welche Funktion die hat, haben Sie teilweise schon besprochen. Und eine zweischalige Konstruktion mit Wärmedämmung dazwischen und eben einer Luftschicht. Einer planmäßigen Luftschicht. Das ist mit Luftschichten gemeint. Eine planmäßige Luftschicht. Damit sind nicht Spalten gemeint oder Lufteinschlüsse in irgendwelchen Konstruktionen, sondern planmäßige Schichten in Ihrem Bauteil, die nicht mit einem Baustoff gefüllt sind, sondern Luft. Sie müssen ja jetzt einsortieren. Ruhende Luftschicht, schwach belüftete Luftschicht, stark belüftete Luftschicht. Also wird das auf jeden Fall eine stark belüftete Luftschicht sein. Ich muss da nichts rechnen. Wo können noch Luftschichten auftreten, planmäßig? Bei Dächern. Schauen wir uns einfach mal einen Dachaufbau an. Hier ist die Innenseite. Da ist die Dachdeckung, muss also außen sein. Sie erkennen die Sparren.
Also die tragenden Holzbalken, Sie erkennen die Dämmung zwischen den Sparren. Dann sind da noch irgendwelche Folien drin, über deren Sinn Sie noch sprechen werden. Und Sie erkennen zum Beispiel hier auch wieder eine Luftschicht. Die muss ich da nicht hinbauen, kann aber da sein. Zwei Luftschichten. Sie haben hier aber auch noch eine Luftschicht auf der Außenseite unter der Dachdeckung. Da gibt es die Konterlattung und Lattungsebene, wo Sie die Dachpfannen letzten Endes einhängen oder einlegen. Das Ganze ist auch wieder hinterlüftet. Keine ruhende Luftschicht, keine schwach belüftete Luftschicht, sondern eine stark durchlüftete Luftschicht. So, jetzt gibt es da aber noch eine Luftschicht, weil nämlich die auf der Innenseite angeordnete Gipskartonplatte, weil Sie das Ding ja tapezieren wollen, vielleicht in Ihrem Dachraum, befestigt wird, auch wieder auf einer Lattung, die quer liegt zu den Sparren. Und zwischen diesen Lattungen ist auch wieder Luft. Auf der Innenseite ist eine Gipskartonplatte, zu den Sparren hin ist die Dampfbremse, eine Folie, den Sinn werden Sie noch kennenlernen. Dazwischen ist Luft. So, was ist das jetzt für eine Luftschicht? Die ist nicht planmäßig durchlüftet. Wenn, ist das ungewollt, dass irgendwo irgendwelche Spalten sind. Aber sicher nicht geplant. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie rechnen aus, welche Öffnungen denn vorhanden sein könnten. Oder Sie sagen, nee, bin ich viel zu faul für, der Unterschied ist nicht groß und es ist halt eine ruhende Luftschicht. Was ist Ihnen sympathischer? Ruhende Luftschicht. Und genauso gehen Sie bitte vor. Was passiert denn? Was ist der Unterschied zwischen einer schwach belüfteten Luftschicht und einer ruhenden Luftschicht? Wenn Sie das zweimal gerechnet haben, werden Sie feststellen, dass der Unterschied vernachlässigbar ist. Das heißt, Sie nehmen jetzt bitte einen Stift und streichen das in der Mitte durch. Das ist was für Akademiker. Bitte immer vor Augen halten, mit welcher Bautoleranz können Sie überhaupt bauen. Und die Widerstände, die ich da bestenfalls habe für ruhende Luftschichten, sind so klein im Vergleich zu der Dämmung, die Sie da einbauen. Bleiben also nur noch zwei Spalten übrig. Ruhende Luftschicht, belüftete Luftschicht. Und die Einsortierung in diese beiden Spalten machen Sie bitte aus dem Sinn heraus. Welchen Sinn hat diese Luftschicht, die Sie da bauen? Ist das eine Luftschicht wie beim zweischaligen Mauerwerk, die durchlüftet sein muss, damit die Feuchtigkeit rauskommt, dann ist es bitte schön eine belüftete Luftschicht. Wenn Sie die Platten an die Dachkonstruktion schrauben und nirgendwo irgendwelche Löcher planmäßig einbauen, naja, dann ist es eine ruhende Luftschicht. Sie haben alle Fälle kennengelernt, wo planmäßig Luftschichten vorkommen können. So, was passiert, wenn ich eine ruhende Luftschicht habe? Das heißt, ruhende Luftschichten haben einen Dämmeffekt. Bei ruhenden Luftschichten schlicht und ergreifend wiederum in der Tabelle nachschauen. Da passiert wiederum nichts anderes, als dass ich schauen muss, in welche Richtung fließt denn mein Wärmestrom? Geht der nach oben? Geht der abwärts? Ist der horizontal? Und ich muss gucken, wie dick ist denn die Luftschicht? Wenn Sie zum Beispiel eine 25 mm Luftschicht haben, ruhend, dann wäre der Wärmestrom bei Wärmestrom aufwärts, der Widerstand, der Wärmedurchlasswiderstand 0,16. Anders sieht's jetzt aus bei belüfteten Luftschichten. Es passieren drei verschiedene Dinge. Die erste Konsequenz, das erste, was passiert, ist auch logisch. Wirken alle Baustoffschichten außerhalb dieser Luftschicht nicht mehr mit. Das zweite, was passiert, Sie berücksichtigen diesen kleinen Dämmeffekt dieser Luftschicht dadurch, dass Sie den äußeren Wärmeübergangswiderstand gleich dem inneren setzen dürfen. Eine Bodenplatte. Bodenplatte auf Erdreich. Und ein klassischer Aufbau sieht so aus, dass Sie einen Estrich haben. Hier jetzt in dem Fall ein Zementestrich. Dicke ist angegeben. Es ist ein schwimmender Estrich, das heißt, er befindet sich auf einer Dämmschicht. Dazwischen ist nochmal eine Folie, die wir aber vernachlässigen können für unsere Berechnung, weil da geht es ja nur um den Dämmeffekt und eine Folie mit 0,2 mm dämmt jetzt nicht besonders stark, deswegen können wir es vernachlässigen. Dann die tragende Stahlbetonbodenplatte, die auf einer Folie liegt auch wieder und auch auf einer Wärmedämmung liegt, einer tragenden Wärmedämmung, deswegen ist das ein anderes Material. Unter der tragenden Wärmedämmung dann eine sogenannte frostsichere Schicht oder kapillarbrechende Schicht. Das heißt einfach nur, dass ich kein bindiges Material habe, also kein lehmhaltiges Material, in dem viel Wasser gespeichert werden kann und frieren kann und ich Frosthebungen haben kann. Wasser dehnt sich ja aus, wenn es friert. Das heißt, das muss ich nur machen, wenn auch tatsächlich
meine Bodenplatte relativ oberflächennah liegt und der Frost überhaupt dahin kommt. Und dann das gewachsene Erdreich. Typischer Aufbau für eine Bodenplatte, die jetzt oberflächennah eingebaut wird, also wenn Sie keinen Keller haben. So, jetzt die Aufgabe dazu, die erste Aufgabe erstmal. U-Wert haben wir zwar noch nicht kennengelernt, aber wir berechnen jetzt schon mal den Wärmedurchgangswiderstand, das heißt die Summe aller Widerstände. In welcher Reihenfolge Sie das jetzt machen, ob von innen nach außen oder querbeet, das spielt ja keine Rolle, weil es eine Summe ist. Sie sollten sich aber eine gewisse Systematik aneignen und beibehalten, dass Sie zum Beispiel immer von innen nach außen rechnen. Es ist einfacher und nachvollziehbarer. Also wenn ich innen anfange, habe ich als erstes auf der Innenseite meinen Wärmeübergangswiderstand. Wie groß ist der? 0,17. Warum? Wärmestrom geht nach unten. Das ist eine Bodenplatte. Wärmestrom geht von oben nach unten. Ja. Ich habe es so oft gemacht, dass ich es weiß, aber der steht in der Tabelle drin. Auf Seite... Ja, okay, auf Seite 37 ist es. Ja, also bei abwärts gerichtetem Wärmestrom. Wenn wir gerade die Tabelle haben, dann können Sie da ja auch nachschauen, den äußeren Wärmeübergangswiderstand unten. Wie groß ist der? Ja? Null, genau. Warum? Ich habe Erdreich, ja, keine Luft. Also kein Wärmeübergangswiderstand. E für extern. Also dieser RS ist der Übergangswiderstand und E ist dann extern. RSI ist dann intern oder innen. Das sind die Indizes. Ja. Wir haben bei der kapillarbrechenden Schicht haben wir ja keine Wärmeleitfähigkeit. Wie berechne ich denn da mein R? Vorschlag dazu, wir fangen mal innen an und dann gucken wir am Ende, was wir mit der kapillarbrechenden Schicht machen. Da müssen wir aber sicher drüber reden. So, fangen wir innen an. Fangen wir mit dem Zementestrich an. Dicke 6 cm oder 0,06. Ja. Da haben wir 0,428, also 0,043 ist er. Moment, ja. 0,043. An der Stelle könnten Sie jetzt nochmal die Frage stellen, wie viele Nachkommastellen muss ich jetzt mitschleppen? Die U-Werte und die Wärmedurchgangswiderstände berechnet man üblicherweise mit maximal 2 Nachkommastellen. Das heißt, man sollte die Zwischenergebnisse mit einer Nachkommastelle mehr hinschreiben. Das heißt, wenn ich den Wärmedurchlasswiderstand dieser Schicht berechne, sollte ich 3 Nachkommastellen immer mitziehen und das Endergebnis dann erst auf 2 Nachkommastellen runden. So, wie komme ich jetzt zu diesem Wert? 0,06 dividiert durch 1,4. Dicke durch Wärmeleitfähigkeit. Wärmeleitfähigkeit steht in der Tabelle, Dicke steht in der Zeichnung. Habe ich den entsprechenden Wert für die Wärmedurchlass, für den Wärmedurchlasswiderstand. Trittschalldämmung 0,06. Wärmeleitfähigkeit 0,035. Die Bodenplatte mit
25 cm, Wärmeleitfähigkeit 2,3. Und wenn eine Dämmung planmäßig in der Erde liegt, ist die übliche Bezeichnung dafür Perimeterdämmung. Wenn eine Wärmedämmung üblicherweise gebrauchsmäßig in der Erde liegen soll, dann spricht man auch von Perimeterdämmung. Es ist kein anderer Stoff, sondern das ist eher die Verwendung. Also Wärmedämmung unter der Bodenplatte liegt planmäßig im Dreck, also Perimeterdämmung. Dicke 0,14, Wärmeleitfähigkeit 0,04. 3,5. Danke. 3,50. Ja, genau 3,5. So, sind wir an der Stelle, die Sie eben angesprochen haben. Jetzt kommen wir zu der kapillarbrechenden Schicht. So, die Dicke hätte ich ja, Wärmeleitfähigkeit steht da nicht. Wie Dreck behandeln, ja? Könnte ich also was nachgucken als Material? Dann würde ich 0 nehmen. Also auch 0 nehmen, also weglassen ist jetzt der erste Vorschlag. Hat Lufteinschlüsse, ich wiederhole es einfach nur, damit es hinten verstanden wird. Hat relativ viele Lufteinschlüsse, also müsste es ja irgendwie auch dämmen, ist der zweite Vorschlag. Beides ist richtig. Ja, man musste sich aber im Normausschuss auf eine Variante festlegen, damit es einheitlich gehandhabt wird. Und man hat sich darauf verständigt, dass Schichten, die ans Erdreich grenzen und entweder durch eine Abdichtung vom Erdreich getrennt werden oder planmäßig im Erdreich eingebaut werden dürfen, mitgenommen werden. Und Schichten, die im Erdreich drin sind und weder durch eine Abdichtung durchs Erdreich oder vom Erdreich getrennt und hauptsächlich vom Wasser getrennt sind, vernachlässigt werden. Das heißt, meine Bodenplatte hört unter der Perimeterdämmung auf. Das heißt, alle Schichten, kapillarbrechende Schicht, wird nicht gerechnet. Das ist die Festlegung. Auch wenn sie ein bisschen dämmt, es kann aber ja nicht viel sein, im Gegensatz zur Dämmung zum Beispiel, wird das einfach vernachlässigt. Wenn da drunter eine Folie ist, habe ich gerade irgendwie mit aufgeschnappt, dann kann man sie mitnehmen. Also wenn unter der kapillarbrechenden Schicht wieder eine Folie wäre und ich es vom Wasser und Erdreich trennen könnte, kann ich auch den Dämmeffekt mitrechnen. Aber das ist nicht viel. Nein, das wäre, Sie können auch im Tabellenbuch Werte für Erdreich tatsächlich entnehmen. Also es gibt Wärmeleitfähigkeiten für Erdreich. Üblich ist das nicht. Also üblicherweise hört es nach der Dämmung auf. So, jetzt kann ich die Summe bilden. Jetzt kann ich die Summe bilden aus den einzelnen Durchlasswiderständen. Quadratmeter Kelvin pro Watt. Das wäre der Wärmedurchlasswiderstand, Wärmedurchgangswiderstand aller Schichten. Summe aller Schichten. 5,54 ist der Wärmedurchgangswiderstand dieses homogenen Bauteils. Und wer den Wert jetzt im Taschenrechner noch hat, kann mal auf die 1 durch X-Taste drücken. Acht
wäre der sogenannte U-Wert dieses Bauteils. Das ist nichts anderes als der Kehrwert. Kommen wir aber nochmal zu. Haben wir nur mal schon mal den Wert hingeschrieben. Also der Wärmedurchgangswiderstand des gesamten Bauteils beträgt 5,54 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Den größten Beitrag zur Gesamtwärmedämmung liefert die Perimeterdämmung mit 3,5 Quadratmeter Kelvin pro Watt, gefolgt von der Trittschalldämmung mit 1,7 und der Rest ist fast vernachlässigbar. Ist ja auch nicht überraschend, ne? Ich baue die Dämmung ein, damit die Wärme nicht nach draußen kommt, in Anführungsstrichen. Insofern wird die Hauptwärmedämmung immer auch den Gesamtdurchgangswiderstand des Bauteils bestimmen. Telefon. So, gibt es Fragen zu der Berechnung? Irgendwas? So, mit dem zweiten Teil der Frage beschäftigen wir uns später. Gucken wir uns das nochmal an. Links steht ja die Formel dazu nochmal in etwas mathematischer Schreibweise, also der Wärmedurchgangswiderstand . Es gibt drei verschiedene Widerstände, die auch alle was Unterschiedliches heißen. Und das sind drei Vokabeln, die man jetzt lernen und auseinanderhalten muss. Mehr ist es nicht. Am einfachsten ist vielleicht noch der Wärmeübergangswiderstand. Das ist immer beim Übergang von gasförmig zu fest, habe ich die Wärmeübergangswiderstände. Für mein reines Bauteil, wo nur Wärmeleitung stattfindet und die einzelnen Baustoffschichten, spreche ich von Wärmedurchlasswiderstand. Und wenn ich alles zusammenfasse, Übergangswiderstand plus Wärmedurchlasswiderstände, spreche ich von Wärmedurchgangswiderstand. Also der Wärmedurchgangswiderstand bezeichnet das gesamte Bauteil inklusive Übergangswiderstände. Und was ist mit dem Wärmeübergangswiderstand außen? Ich habe jetzt nur diese drei Sorten markiert. Würde der denn noch dazu ziehen? Ja klar. Also es gibt drei verschiedene Widerstandsbegriffe. Das wollte ich damit erklären, ja? Übergänge, innen, außen, Durchlasswiderstände der Schichten und alles zusammengerechnet ist der Wärmedurchgangswiderstand. Die drei Begriffe müssten Sie irgendwie auseinanderhalten können und quasi mit einem Sinn verbinden können. Und bei homogenen Bauteilen werden die Widerstände einfach aufaddiert. Übergangswiderstand innen plus die Durchlasswiderstände plus Übergangswiderstand außen ist der Wärmedurchgangswiderstand des Bauteils. Mehr ist es nicht. So. Also, schon wieder Haken dran im Prinzip. So, jetzt müssen wir uns noch ein paar Sonderfälle angucken. Für homogene Schichten. Was sind überhaupt inhomogene Bauteile? Das sind Bauteile, die nicht durchgehend die gleichen physikalischen Eigenschaften haben. Ich ergänze mal für eine Schicht. Wenn eine Schicht aus mehr als einem Material besteht, dann habe ich ein inhomogenes Bauteil. Der Klassiker, hier dargestellt, Dächer. Sie sehen die Sparren. Und zwischen den Sparren, so wie Sie das eben schon ganz richtig sagten, Wärmedämmung. Also innerhalb einer Schicht zwei verschiedene Materialien. Sparren aus Holz, Wärmedämmung eben aus Mineralwolle zum Beispiel. Die Wärmeleitfähigkeit ist sehr unterschiedlich. Für Holz 0,13. Und zum Beispiel Mineralwolle 0,035. Also sehr unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten. Und das sind die Wege und die kleinen Pfeile sind die Vektoren des Wärmestroms. Also Größe und Richtung des Wärmestroms. Und Sie erkennen in dem Bereich, dass der Wärmestrom lieber hier den Umweg im Prinzip durch den Sparren macht,
als eigentlich den geometrisch kürzeren Weg durch die Wärmedämmung nach außen. Und das führt dazu, dass durch den Holzsparren ein größerer Wärmestrom fließt als durch den sogenannten Gefachbereich, der nämlich gedämmt ist. Wie berechne ich jetzt den Durchgangswiderstand eines solchen inhomogenen Bauteils? Der sieht so aus. Für inhomogene Bauteile muss ich nämlich zwei verschiedene Berechnungen anschmeißen. Ich berechne den oberen Grenzwert und ich berechne den unteren Grenzwert, der ist auf der nächsten Seite dargestellt. Da ist der untere Grenzwert. Und aus beiden einzelnen Wärmedurchgangswiderständen, oberem Grenzwert und unteren Grenzwert, bilde ich jetzt einen Mittelwert. Für die Berechnung des oberen Grenzwertes, dieses obere erkennen Sie an diesem kleinen Strichelchen, der wird so berechnet, wie es da steht. Jetzt muss ich das nochmal auseinanderklamüsern. Und das erste, was wir brauchen, ist der Wert FA, FB, FC und so weiter. Was das ist, gucken wir uns gleich an. Und Sie brauchen dazu den entsprechenden Wert RT, A. Und als letzten Schritt können wir dann erst auf die 1 durch X-Taste drücken, indem wir dann den Kehrwert bilden. Aus der E-Lehre vielleicht wissen Sie, parallel geschaltete Widerstände kann ich nicht einfach aufaddieren. Parallel geschaltete Widerstände, dass ich die mit dem Kehrwert addieren kann. Ja, also Addition der Kehrwerte der Widerstände und dann wieder den Kehrwert führt dann zu dem Widerstand parallel geschalteter Widerstand. So, das machen wir mal für ein inhomogenes Bauteil. So, da sehen Sie ein inhomogenes Bauteil und diese Außenwand besteht aus Stahlbetonstützen. Die Stahlbetonstützen haben einen Abstand von 5,70 Meter. Dazwischen befindet sich hier Mauerwerk, auf der Innenseite ein Putz und außen Wärmedämmung. Sie teilen dieses Bauteil in Abschnitte und in Schichten auf. Und wenn man sich das Bauteil anschaut, besteht das Bauteil aus zwei verschiedenen Abschnitten. Der Abschnitt A mit der Stahlbetonstütze und dem Abschnitt B mit dem Mauerwerk und der zusätzlichen Wärmedämmung. Mehr verschiedene Abschnitte gibt es nicht in diesem Bauteil. Jetzt kommen die Schichten. Schicht Nummer 1 ist der Außenputz. Also Schicht 1, homogen oder inhomogen? Homogen. Homogen heißt, diese Schicht 1 besteht aus einem Material. Schicht 2, homogen. So, Schicht 3. Wenn ich da mal so einen Schnitt durchlege, besteht aus zwei Materialien. Also eine und ist deswegen eine inhomogene Schicht. So, jetzt können wir anfangen zu rechnen. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen den oberen Grenzwert berechnen. Und der obere Grenzwert wird abschnittsweise gebildet. Ich berechne zunächst einmal für die Abschnitte A und B jeweils den Wärmedurchgangswiderstand, ganz normal. Weil der Abschnitt A für sich genommen ist ein homogenes Bauteil. Der Abschnitt B für sich genommen ist auch ein homogenes Bauteil. Also RTA und RTB. RT steht für Wärmedurchgangswiderstand, Index A für den Abschnitt A. Fange ich wieder innen an. Wärmedurchgangswiderstand eines homogenen Bauteils ist die Summe aller Schichten und Übergänge. Das heißt Übergangswiderstand innen plus Summe aller Durchlasswiderstände der Schichten plus zum Schluss Übergangswiderstand außen. So, schreiben wir es mal als Zahlen dahin. Übergangswiderstand innen 0,13. Jetzt die Summe aller Widerstände, aller Durchlasswiderstände der Schichten. Das sind jetzt von innen nach außen die einzelnen Schichten. Innenputz, Stahlbeton, Wärmedämmung, Außenputz. Und zum Schluss noch außen der Übergangswiderstand 0,04. Der Durchgangswiderstand des Abschnitts B. Der Durchgangswiderstand des Abschnitts B unterscheidet sich jetzt natürlich nur, was diese inhomogenen Baustoffschichten angeht. Und der Durchgangswiderstand liegt dann bei 4,215 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Jetzt habe ich die beiden Wärmedurchgangswiderstände RTA und RTB. Als nächstes muss ich jetzt wissen, wie viel Prozent meines Bauteils oder wie groß ist der Anteil des Abschnitts A an meinem Gesamtbauteil und wie groß ist der Anteil des Abschnitts B an meinem Gesamtbauteil. Ich muss also die Flächenanteile FA und FB berechnen. Für
Für den Abschnitt A sind das 30 cm, ist die Stütze breit, dividiert durch das gesamte, den gesamten Abschnitt, den ich betrachte. Das sind 600 cm. Das heißt, der Anteil FA ist 0,05 oder 5%. Und dementsprechend der Anteil B, der Rest, 0,95. Ich kann jetzt berechnen den oberen Grenzwert, R'T, Kehrwert, Anteil FA, dividiert durch den Wärmedurchgangswiderstand, Anteil oder des Abschnitts A plus Abschnitt B, dividiert durch den Wärmedurchgangswiderstand des Abschnitts B, ergibt einen Wärmedurchgangswiderstand 4,052 Quadratmeter Kelvin pro Watt. Das ist der obere Grenzwert. Jetzt geht's weiter mit dem unteren Grenzwert. Und der wird jetzt im Unterschied zum oberen Grenzwert schichtenweise gebildet. Das heißt, wir gehen jetzt Schicht für Schicht durchs Bauteil durch und berechnen für jede Schicht den Wärmedurchlasswiderstand. Wärmedurchlasswiderstand der Schicht 1. Die Übergangswiderstände kommen ganz zum Schluss des unteren Grenzwerts. So, Schicht Nummer 2, auch eine homogene Schicht. Schicht 3, 4 ist eine inhomogene Schicht. Dieser Streifen besteht aus der zusätzlichen Wärmedämmung und Stahlbeton. Und jetzt ist die Vorgehensweise eine sehr ähnliche wie die, die wir eben angewendet haben, als wir zum Schluss den oberen Grenzwert berechnet haben. Das heißt, ich muss jetzt für diese Schicht 3, 4, weil es eine inhomogene Schicht ist, einen mittleren Wärmedurchlasswiderstand berechnen. 1 durch. Jetzt kommt der Abschnitt A meiner Schicht 3, 4. So, ich bin in der Schicht 3, 4. Schicht 3, 4 berechne ich gerade. Jetzt fange ich mit dem Abschnitt A an. Meiner Schicht 3, 4. Das heißt, Flächenanteil Abschnitt A multipliziert mit dem Wärmedurchlasswiderstand, mit dem Kehrwert des Wärmedurchlasswiderstandes in diesem Bereich. Flächenanteil des Abschnitts A multipliziert mit dem Kehrwert Flächenanteil Abschnitt B dividiert durch den Wärmedurchlasswiderstand Material 3. So, meine Schicht 3, 4 besteht aus zwei Materialien. Einmal aus dem abgeschnittenen Teil der Stahlbetonstütze mit dem Flächenanteil FA und aus dem Teil der Ergänzungsdämmung mit dem Flächenanteil FB. Flächenanteil FA 0,05. Kehrwert des Wärmedurchlasswiderstands ist dann die Wärmeleitfähigkeit dividiert durch die Dicke 0,405. So, dann machen wir die nächste Schicht. Die nächste Schicht 4,5 ist auch eine inhomogene Schicht. Gleiche Systematik 0,05. Es kommt erst der Stahlbeton, 2,3 dividiert durch 0,24. Und das, was ich da mache, ist, ich berechne einen mittleren Wärmedurchlasswiderstand, wenn diese Schicht inhomogen ist. So, und als letzter Wärmedurchlasswiderstand die Schicht 6. Das ist jetzt wieder eine homogene Schicht. Jetzt habe ich wieder alle Schichten zusammen. Die homogenen und die mittleren Wärmedurchlasswiderstände der inhomogenen Schichten. Und jetzt addiere ich einfach die Widerstände auf. Das heißt, mein unterer Grenzwert ist ganz normal RSI plus Summe aller Durchlasswiderstände plus äußerer Übergangswiderstand. Ergibt dann insgesamt einen Wärmedurchgangswiderstand von 0,2881. Jetzt habe ich den unteren Grenzwert. Ich habe den oberen Grenzwert, ich habe den unteren Grenzwert. Und als letzten Schritt kann ich jetzt den Gesamtdurchgangswiderstand berechnen, indem ich oberen und unteren Grenzwert addiere und einfach durch 2 dividiere. Ich komme dann auf 3,4467 oder der U-Wert dann entsprechend 0,29 Watt pro Quadratmeter Kelvin. So, wieder zurück zur Präsentation. Wir haben berechnet den oberen Grenzwert, den unteren Grenzwert und dann abschließend als letzten Schritt den Durchgangswiderstand des inhomogenen Bauteils insgesamt. Was ist der U-Wert? Die Frage kam eben schon mal auf. Der U-Wert, wie der berechnet wird, haben wir schon gesehen. Das ist der Kehrwert des Durchgangswiderstands. Warum lasse ich nicht den Wärmedurchgangswiderstand da einfach stehen? Warum bilde ich denn überhaupt noch den Kehrwert? Weil der U-Wert eine sehr viel logischere Einheit hat als der Durchgangswiderstand. Also der U-Wert
besitzt die Einheit Watt pro Quadratmeter Kelvin. Das ist die Einheit des U-Wertes. Das ist also eine auf die Fläche bezogene Leistung. Dann steht da noch das K für Kelvin. Das heißt pro Temperaturdifferenz. Also eine Leistung pro Fläche pro Temperaturdifferenz steht da. Das ist der U-Wert. Q kann ich also direkt bilden. U mal Zeit mal Fläche meines Bauteils mal Temperaturdifferenz. Wenn Sie also den U-Wert kennen eines Bauteils und Sie wissen, wie lange Sie heizen und Sie wissen die durchschnittliche Außentemperatur, dann können Sie jetzt die Energiemenge berechnen, die durch eine Außenwand fließt. Deswegen ist wesentlich gebräuchlicher international die Kenngröße U als die Einheit. So, das, was wir nicht machen im ersten Semester, habe ich hier so grau dargestellt, dass nämlich bei der Berechnung des U-Wertes streng genommen auch noch diverse Korrekturwerte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den U-Wert noch zu korrigieren. Die sind deswegen grau dargestellt. Mit diesen Korrekturen beschäftigen wir uns im ersten Semester nicht. Temperaturverlauf in Bauteilen. Und Sie werden sehen, auch da wissen Sie eigentlich schon alles. Wir betrachten hier nur den allereinfachsten Fall.